So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Jungs, es ist soweit. Mein neuer PC ist da. Ich kann euch mal probieren, ihn zu zeigen. Da sieht man ein wenig was, Jungs. Auf Instagram habe ich meine Story gepostet, wie der denn jetzt am Ende aussieht. Ich blende euch mal ein Video nebenbei ein. Ihr könnt es ja sehr gerne abchecken. Also, ich meine, ihr könnt sehr gerne Instagram abchecken. Würde mich freuen. Plus mein PC fertig gebaut und jetzt geht's wieder extrem los. Das werde ich heute auch beweisen, hoffentlich, weil das ist das erste Video, was ihr gegen 14, 15 Uhr seht. Und dann kommt heute Abend noch ein zweites Video, sollte EA Content gönnen, um 19 Uhr. Also, das Video wird dann so gegen 9 Uhr spätestens online sein. Ich probiere es dann vor dem Champions-League-Spiel hochzuladen. Sollte es nicht schaffen, dann in der Halbzeit. Ich bin extrem happy, Jungs. Ich hoffe, jetzt wird alles gut laufen. Es hat jetzt ein paar Tage gedauert. Auf jeden Fall werden wir auch wieder Top-Kommentar machen, also haut ihr das in die Kommentare. Nächstes Video Top-Kommentar und eine kurze kleine Werbung. Geht aber schnell, bleibt dran, würde mich freuen. Ihr seht vielleicht da oben, ich werde mal dran zoomen, Jungs. Mein Booster Overpowered ist da oben schön im Regal drin. Und zwar checkt sehr gerne nochmal meinen Partner Overpowered ab, Jungs. Mit Code PAINTS bespart ihr euch nochmal 5%, würde mich sehr freuen. Supportet mich extremer, als wenn ihr bei mir beispielsweise mal donatet oder sonst was. Also ihr müsst euch ja da keinen Booster kaufen. Wer sagt, nein, ich trinke keinen Booster, kann sich ja auch einen Shaker kaufen für 6 Euro, glaube ich. Sollte es sein, 6,99 oder 7,99. Und bekommt dann hier so einen cleanen schwarzen Shaker, wenn mal die Kamera fokussieren würde. Schwarzer Shaker, gerne abchecken, würde mich freuen. Also zum Beispiel so einen schwarzen Shaker, wenn ihr sagt, nein, ich trinke keinen Booster. Ich benutze es zum Beispiel jeden zweiten Tag, wenn ich trainieren gehe fürs Training. Also kann man auch fürs Training zum Beispiel benutzen oder fürs Fußballspielen. So viel auf jeden Fall dazu. Checkt gerne nochmal Overpowered ab. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir rein ins Video. Viel Spaß und let's go. Okay, Freunde, und zwar habe ich mein Prime Gaming Pack, das heißt jetzt nicht mehr Twitch Prime, sondern Prime Gaming Pack, abgeholt und da steht, du hast dein Prime Gaming Konto und dein EA Konto erfolgreich verknüpft. Dein Bonus Spezialpack, Spezialpack findest du in meinem Packs Abschnitt des Food Shops. Also würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein hier ins Twitch Prime Pack. Dann machen wir ein paar Upgrade Packs. Dann machen wir das 92 plus TOTS Pack bei mir. Dann wiederum gehen wir auf den Mod Account, den ich zur Verfügung bekommen habe. Die Leute, die in den Streams am Start sind, erinnern sich. Da machen wir dann nochmal das 92 plus TOTS Pack und da nochmal ein paar Upgrade Packs. Vielleicht nochmal ein Icon Pack. Also es wird ein reines Pack-Opening-Video, Jungs, mal zum Ende. Was soll man sonst noch am Ende bringen? Schreibt mir in die Kommentare wirklich mal, habt ihr Interesse schon an FIFA 21 Videos oder sagt ihr nein? Ist noch ein bisschen zu früh. Es geht ja schon in einem Monat circa los mit der Web-App, also ich hätte extrem Bock. Eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Twitch Prime Pack. Let's go! Ich kann euch spoilern, Kumpel von mir war ein Real Life 4 wegen PC bauen und hat sein Twitch Prime Pack gezogen, hatte Mandanda da drin, also 92er Tots Mandanda oder Mandanda oder wie man ihn ausspricht. Hier haben wir jetzt erstmal Pickford drin. Ich glaube Pickford, oder? Ja, Pickford, okay. Mitnehmen, will ich mich gar nicht beschweren. 83er kosten derzeit ja auch 7.000, 8.000. Wir können ja mal kurz schauen. Ich glaube 7.000, 8.000, ja sogar mehr, sogar knapp 9.000. Und dann machen wir hier jetzt ein R3-Pack. Da sind 4 Spieler drin, einer davon 83 plus. Komm schon, bitte, Tots. Wir schauen nicht hin. Nein, sag nicht, das ist schon der 83 plus Spieler. Auch bitte nicht. Nächstes Pack. Alles gut, alles gut. Jungs, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Ja, Timo, Kehrer oder doch Lewandowski? 99er, Halsmaul. Ja, warum denn nicht? Ist doch okay. Warum denn nicht? Lewandowski spielt derzeit die Saison seines Lebens. Für mich derzeit Top 3 Spieler der Welt. Wenn nicht sogar der allerbeste. Hat noch gefehlt in der Sammlung, bin ich ehrlich. Da sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Hat noch gefehlt in der Sammlung. 99er Lewandowski mitten in diese 99. Hat mich einfach extrem erschrocken. Alter, sieht das krass aus. Diese 99. Das ist mein No Flex. Mein... Ich muss kurz schauen, was hat Van Dijk Tots für ein Rating? Van Dijk Tots hat was für ein Rating? 99. Den hatten wir ja auch mal gezogen. Den hatten wir aber Duplikat, weil wir haben ja die Totti-Karte gezogen. Ich kann von mir aus sagen... An den 19.08. um 1 Uhr nachts, ich habe in diesem FIFA 3 99er Karten gezogen. Zweimal Van Dijk, einmal Tots, einmal Totti und Lewandowski Tots. Ja, und zwei 98 plus Spieler und das waren somit die besten im ganzen Game. Alles gut, Jungs. Ziel, ich habe ich ja auch gestern Abend gezogen, vergessen zu euch zu erzählen. Aber dafür, wie gesagt, checkt Instagram ab, würde mich sehr freuen. Ich habe ein 80 plus Pack gemacht, also diese Upgrade Packs, und habe da drin 96er Ziel ich gehabt. Also ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich muss die Weekend League wieder spielen, Jungs. Wir werden die safe spielen. Hier, 99er Lever. Einfach so auf der Bank.
Als ob's nichts wäre. Okay, dann haben wir nochmal diese UCL Halbzeit-Challenge abgeschlossen. Jungs, ich bin so lost. Es gab eine UCL Halbzeit-Challenge, ein 50k-Pack war da. Schreibt mal rein, habt ihr das Pack abgeschlossen? Ich hab's komplett verpeilt. Ich dachte mir, komm, mach ich morgen. Nächster Tag, ich geh rein. SBC abgelaufen. Perfekt. Fahren wir durch, komm. Ist das Saul, 90er? Ah, schade, ich muss gestehen, ich habe bei einem Mod einfach privat ein paar Upgrade-Packs geballert, Jungs, und dann ist das passiert. Und zwar, man fährt nicht durch, das ist bei Soul Headliner ein Bug, deswegen habe ich jetzt gerade auch gesagt, es ist Soul. Und dann zieht man Soul Headliner, wenn man nicht durchfährt. Also nicht immer, aber ist möglich. Deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, ist es Soul Headliner, bevor sich einer fragt, was Lava Paints. Oh, wir haben 85er drin, Reminesz, das sind auch nochmal knapp 20k. Was für knapp, das sind über 20k. Ah, sehr, sehr stabil. Können wir für die TOTS SBC benutzen. Okay, auch nochmal ein 81-Plus-Pack abgeschlossen. Aus dem Grund, weil mir ein Rating fehlt. Also so ein mindestens 82er-Rating würde mir reichen. Wir fahren durch. Perfekt. Also, ich dachte Icon, aber es ist ein Upgrade-Pack. Upgrade-Pack gibt es gar keine Icons. Das ist Schulz, aber sehr stark. Sehr, sehr stark. Ein 81, also 81-Plus-Pack, das erste heute direkt Schulz. Gestern 1-0 gemacht, haben wir Zierisch gezogen. Also, ich bin zufrieden, Jungs. Nehmt mal mit. Jetzt können wir den direkt in die, ja, 92-Plus TOTS-SBC abgeben, hier Uncut. Und dann können wir jetzt abschicken, das Pack. Also, was jetzt ich habe, ich will unbedingt Richarlison ziehen. Grüße an Antonio. Er hat es geschafft, Jungs. Er hat also ein Kumpel von mir, er war hier. Und er hat das TOTS-Pack geöffnet, der mit mir einen PC zusammengebaut hat. Und er hat Richarlison gezogen aus dem Pack. Okay, Zierisch können wir sogar behalten für die Icon-SBC, perfekt. Und dann senden wir es so ab. Alles Untrade Guerrero, auch aus dem 80-Plus-Upgrade-Pack gezogen vor ein paar Tagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ich kann unsterblich werden im Video. Wenn ich jetzt noch ein 99er oder 98er, was krasses hier, gerade noch Lever, ich werde unsterblich im Video. EA, ihr wisst, euer treuer Supporter. Tag 1, macht mich zum Game-Changer. Wir gehen rein in 3, 2, 1. Let's go. Überrascht mich. Überrascht mich, Jungs. Bitte, komm, Richarlison. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Wäre jetzt Lewandowski gekommen. Ich hätte ihn abstoßen können. Hä, was wäre das? Lass nicht reden. Lass nicht reden, Jungs. Lass nicht reden. Oh mein Gott, mein Herz ist kurz krank. Aber egal. Rating nehme ich mit. Brauchen wir uns nicht gut reden. Ist, glaube ich, ja, nicht gut. Kostet auch bestimmt nicht viel. Ja, kostet halt nur wegen seinem Rating so viel. Aber mitnehmen für die Icon-SBC. Wir haben noch einen 96er Zierisch. Also wir können in naher Zukunft wieder ein Icon-Pack abschließen. Okay, Freunde. Wir haben noch in dem Video ein Icon-Pack geöffnet. Wir haben extrem viele Upgrade-Packs gemacht. Wir haben eine kranke Icon gezogen, die über eine Mio wert ist. Aber das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Aus dem Grund, weil ich das Video jetzt hier beenden muss. Weil es einfach extrem laggt, die Datei. Ich habe die Aufnahme aus Versehen einfach nur so als Test extrem hochgestellt bei der zweiten Aufnahme, weil ich was austesten wollte, und somit ist es unmöglich, das Video zu schneiden. Das hat eine geisteskranke Quali und beim Schnittprogramm leckt es dann wirklich komplett. Da kann ich auch ein fast 2000 Euro PC, sage ich mal, haben. Da bringt es nichts. Also ich habe es übertrieben mit einer Aufnahme. Es war eigentlich auch nur als Test, aber ich als Profi habe natürlich vergessen, dann die Testeinstellungen habe ich dann wieder vergessen zu ändern. Deswegen hat diese Aufnahme dann eine kranke Quali. Und deswegen kann ich euch einmal jetzt im Hintergrund zeigen, was wir gezogen haben im Icon Pack, und danach beenden wir das Video. Okay, und zwei seht ihr, wie ich auch rede und so. Hier klappt es auch aber im Schneideprogramm. Wie gesagt, keine Chance, weil die Qualität einfach so hoch ist. Ich mache jetzt hier mein Facecam-Ding weg und zeige euch mal einfach das Icon Pack. Ich Holland. Holland oder Spanien. Butra. Deo Beats. Butra. Oh mein Gott. Er hat Butra Normal Prime, aber Butra Optimus Prime. Ich schick sie mal. Alter, was haben wir denn für ein Packlack? Ich glaube, ich spiele auf seiner Account SBC. Seiner Account Weekend League. Das ist krank. Butra Optimus Prime, Jungs. Ich glaube, mehr Packler kann man gar nicht mehr fast haben. Das ist geisteskrank. Sei ihm auch gegönnt. Das war, wie gesagt, auf einem Mod-Account von demjenigen, wo ich einen Account zur Verfügung gestellt bekommen habe. So viel auf jeden Fall dazu. Dann bin ich erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Heute Abend kommt höchstwahrscheinlich das zweite Video, wenn ihr euer Content gönnt. Dann würde ich sagen, höchstwahrscheinlich bis heute Abend. Ansonsten genießt die Champions League. Wir sehen uns, ich sag mal, wir sehen uns wieder. Wann? Heute? Morgen? Wir schauen mal, Jungs. Haut da rein und ciao, ciao. Promise that you never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Be the fan, that's what they call me.